Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir sind heute Kenneth? Hieß der Clown Kenneth? Und Moment mal, das ist genau die gleiche Map, die wir letzte Woche mit der Jägerin hatten. Und wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Ja. Also. Optimismus. Bin ich erschrocken, weil mein Handy geklingelt hat. So. Ich immer mit meinem So. Stört euch das eigentlich? Gibt's so Sachen, die ihr gar nicht mehr hören könnt? Oder wo ihr sagt, das ist eine Art und Weise, die ich nicht leiden kann? Aber ich bin halt der Killer. Ich mach mal hier die Tür auf. Ich hab verbittert das Gemurmel. Die geht tatsächlich einfach weiter. Ich hab dich gesehen. Geht die denn hin? Ist hier nicht die Verletzte hingegangen? Ding? Geh mal hier hoch. Das weiter. Eigentlich hätte ich mal oben bleiben müssen. Ich muss noch mal hoch für meinen Pop. Wie ist das? Sie mir hat voll in die Arme gelaufen. Ich war, glaube ich, hier alleine dran, oder? Auch immer sie hin ist. Cheryl. Übrigens, ich nutze beim Clown nicht die Boostflaschen. Ich finde, diese Boost-Flaschen sind so überflüssig. Niemand? Ich spiele einfach nur mit den Slowdown-Flaschen, wie der Clown sie früher hatte. Knapp. Diese Boostflaschen. Sie hing erst, oder? Nämlich die. Ich hoffe, ich schaff's mit meinem Pop noch zum Gen, aber Cheryl wird wieder dran sitzen. Oh, voll verschossen.
Gut. Jenny gesaved für den Moment. Jetzt nehmen wir wirklich mal Cheryl. Ausgedanced. What? Flinkkatze. Voll getroffen. Aber sie geht weg von dem Generator dort hinten. Dead Heart, du guckst so nach hinten. Ich häng sie erst und geh dann mit Pop ran. Ich weiß nicht, ist der Keller hier? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nee, der ist hinten. So, haben wir hier Pop drauf. Ich verstecke mich auch gern in den im Bambus, muss ich sagen. Aber man sieht, es funktioniert nicht immer. Generatoren sind gut verteilt. Das haben sie eigentlich echt gut gemacht bisher. Survivor loben. Muss auch wieder wer dran gewesen sein. Weil er ist nicht mehr zurückgegangen. So. So. Wer so sagt, hat noch nichts getan. Weitergegangen. Hast du einen Strike? Nehmen wir Clydia als nächstes. Erschreck mich doch nicht so! Schnell und leise. Ich hole erstmal die andere Clydia.
wohl auch nicht. Wo ist die Klödi? Cheryl hat hier hinten Jennern gemacht. Du hast dich selber verraten. Wow. Machen die Leute das? Oh, und schon ist sie wieder verschwunden. Es gibt's doch nicht! Die haben 360. Viel zu hoch geworfen. Flink. Das wussten wir, dass sie das hat. Das hat sie sich vorhin schon geholt. Wer von den Klödis hing denn noch gar nicht? Irgendeine... Ich habe noch 4 Hakungen offen. Von aus, die gehen hier drüben lang. Okay, wir machen Pop hier drauf. Gucken hier hinten noch mal. Okay. Noch stehen Totems. Könnte am Ende noch Nöt haben. Ich spiele tatsächlich mal mit Nöt. Ich habe mit dem Clown noch nicht so viele Talente, muss ich sagen. Ich habe den Clown nämlich ziemlich zum Anfang gelevelt, als ich noch nicht so viele Killer hatte. Dementsprechend hat er nur die Basistalente und so 1-2 vereinzelte, weil ich mal 3-4 Punkte in ihn gesteckt habe. Aber mehr hat er nicht. Hast du dich verraten? Okay, sie hat aufgegeben. Oh nein, ich kenne diese Situation. Ich gebe dann oft auch einfach auf, weil es ist aussichtslos. Man rennt in der Ecke, wo einfach nichts mehr ist. Was will man da tun?
es ist dann echt ein bisschen aussichtslos. Deswegen kenne ich dieses Scheiß drauf. Bleib einfach stehen. Ich werf die Flaschen echt wie der erste Mensch. Aber irgendwo muss ja hier wer sein. Der dann kurz an den Generator geht. Und dann wieder weg. Sind beide tot am Haken. Genau, ein bisschen blind im Busch. Ja, entweder sie finden jetzt einen Schlüssel und die Luke. Oder sie ziehen gemeinsam dort den Generator durch. Ich gehe schon von aus, dass die gucken, wo die Luke ist. Ich muss sagen, Cheryl ist hier mit Abstand die stärkste Spielerin in der Runde gewesen. Wenn sie die Luke bekommt, keine... kein Tonikum mehr. Und habt ihr den Bug hier gerade gesehen? Die Arme. Weil ich geschlagen habe, hat die Palette mich nicht gestunt. Ich hau hier nochmal drauf. Sie war auch hier, Cheryl. Ich glaube, ich habe sie weglaufen sehen. Sie stand auf der Luke. Okay. Keine schlechte Runde. Okay. ja, war eine solide Runde. Also, ich muss sagen, es war fordernd, aber es war nicht überfordernd, die Runde. Ich hatte gut zu tun, ich war immer auf der Suche zwischendurch oder gegen Ende hatte ich so eine kurze Phase, wo ich dachte, jetzt passiert gar nichts mehr an den Generatoren. Es war also nur noch eine Frage der Zeit, bis ich den ersten finde. Und wir haben gesehen, Cheryl saß direkt auf der Luke. Also sie hat gewartet. Ja, das hätte ich jetzt nicht mehr verhindern können. Es sei denn, ich hätte auch auf der Luke gestanden. Von daher, ich bin zufrieden. War eine schöne Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und danke immer für eure Kommentare. Das freut mich. Ich hoffe, ihr habt genauso wie ich noch ganz, ganz lange Spaß an DVD. Und wir sehen uns. Habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt. Macht's gut. Tschüssi. Bleibt gesund.